Nach dem enttäuschenden Ende habe ich jetzt noch ein paar Horror-Games, Indie-Horror-Games von itch.io, die vielleicht ein bisschen ernstzunehmender sind und vielleicht hoffentlich auch besser sind. Das erste Game heißt Laundry Night. Es wird garantiert sehr gut. Ich habe da gar keine Zweifel. Und das nicht nach High Quality. Ne, die sind glaube ich echt ganz gut. Also. Nach die Gadgin, schlaf gut. Sweet Dreams. Laundry Night. Oh, laut. Okay. Das Game hat keine Lautstärke-Option. Da machen wir es halt global leiser. Hell yeah. Laundry Nights. I love doing my laundry at this time of night. It's always so peaceful when no one else is around. 10 Uhr 46. First, I need to go grab the basket of dirty laundry and put it in the washer. Wie Personality Test. Wench. Found dog. Die Steuerung ist sehr weird. Man hat so Momentum irgendwie. Man startet so ganz kurz, langsam und dann. Okay. Dirty clothes into the washing machine. Das ist ein Dryer, oder? Ja. Da rein. Yeah. Next at the detergent. Du bist der Detergent, oder? Finally, at the quarters. Haben wir noch die Tür zu? Ja, natürlich, ne? Quarters. Haben wir auch. Okay. Okay. 1 Kilo Quarters. Die laufen auch alle da rein. Okay. Das mache ich jetzt für alle wahrscheinlich, oder? Sehr melancholische Indie-Rock-Musik. Aber gut, das haben wir halt so nachts um 11 beim Wäschewaschen. Keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich irgendwie Black Metal anmachen. Gibt doch keine bessere Kleiderreinigungsmusik außer Black Metal. Sind leer, oder? Weiß man nicht. Ja, der war leer, okay. Mit Q werfe ich Dinge wieder weg. Nice. Und jetzt warten wir und einen Snack organisieren, oder? Flaming Hot. Glitchy Texture. Oh. Next, move the wet clothes to the dryer and add some quarters. Erstmal Chips essen. Nimm. Also, muss ich denn so machen? Ja, gut, macht Sinn. Dryer out of. Das sind so Sauberkeitssternchen. Das ist ja cute. Und mehr Quarters. Yes. Der braucht noch, okay. Dann können wir noch mehr Snacks kaufen.
Potato chip. Washed potato chips. Aber Blackie. Clean chips. Kann man mehr Geld daraus nehmen? Ne, kann man nicht. Immer nur einer. Immer nur ein Geld auf einmal, okay? Okay, nice. Mehr Chips. Okay. Wir waschen die Chips. Ja, wenn ich E drücke, dann ist Essen so. Kann ich da reinwerfen vielleicht? Müsste gehen, theoretisch. Weiß auch nicht. Vielleicht ist es einfach. Da kann echt das Loch. Fake Loch. Confirmed. Shit, na gut. Finally drop off the clothes in my car. My car. Noch heiß. Übel. Einmal. Ich kann aber auch. Ja. Dr. Pooper. Nice. Und Schiebs. Übel, ey. Game of the Year. Lame. Scheiß Spiel, ey. Jetzt anders. Ha? Ist ganz schön windig hier. What is that strange note on the bulletin board? Looks like I should take a look. Was sieht man? Was ist das strange note in the bulletin board? Ja, ich würde gerne. Ah, jetzt. Does anyone know the strange woman that has been staring me through the window? Is she homeless or something? I saw her too on the June 16th. I tried to talk to her, but she disappeared right in front of me. Holy shit, who is this weird lady? I think she's a ghost. Don't be dramatic. Ghosts aren't real, you idiots. Do not be alone after midnight. She will come for you. Did the dryer just open on its own? I should check it out. Nö. Nö, nö, nö. Locked. Oh. Das war relativ schlecht. Ich werfe Doritos in die Fresse. Shit, warte mal. Aber der ist doch out of order. Shit. Autsch. Mein Jesus, die wohnt in diesem Dryer drin? Das ist aber auch. Das ist aber auch. Wir gehen mal auf so 50% Lautstärke runter. Nope. Wir gehen auf 30% Lautstärke runter. Besser. Bin zum Glück mit Snackautomaten eingesperrt.
My cell phone is dead. The fog is too thick to drive home. Kashandaba, help me. I wonder if there's an old phone back there. Ob sie braucht Hilfe, oder? Hat sie nicht gesagt, help me? I need help. I need somebody. Need somebody. Hang in there. Spook. Spook lady. Hang in there. I'm gonna save you. Dead. So am I. The ghost dropped the key. I wonder what it opens. Power soap socks. Ah, das ist ein Zettel. All employees, please note that until further notice, the dumpster is to be opened only by management. Is there a dead body? Ist da ein totisch Körper in the dumpster? Oh mein Jesus, oh mein Lord. No, sie wurde gemördert und dann in den Mülleimer gesteckt. Da würde ich aber auch darum geistern, ne, ganz ehrlich. Also finde ich auch nicht fair. Das war dämlich. Ich mochte es. Das war Laundry Nights. Das ist komisch, komisches Spiel. Komisches Konzept, ein Horrorgame über Wäsche waschen zu machen. Aber warum nicht? Das nächste Game heißt Laundry Killer. Könnt vielleicht eine gewisse Thematik erkennen. Heute Abend. Es gibt kein Laundry Killer. Ganja Turtle Presents. Okay. Das war schon cute. Ich mochte das Game. Und nun weiter zum Laundry Killer. Ich mag. Oh. Prologue Landromat. Was hat ein Pro? Jean Monterrey. Jetzt einfach 10 Minuten Tom und Jerry, oder? Nein, tun wir nicht. I forgot to do the laundry. Voice acting? I gotta go work tomorrow. I need to hurry up with the laundry. Einigermaßen. Ach, dieses Haus ist so bedrückend. Holy shit, wohnst du im Knast, oder was, Lady? Oh, das ist, holy fuck, das ist einfach Zement. Brutalist Building. Nothing special. Oh, ich kriege einfach schon ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich mir überlege, hier wohnen zu müssen, ey. Oh, ist wieder ein Studentenzimmer. Oh no, Blackie. Blackie ist einfach in so einem Zementkasten eingesperrt. Ihre Existenz einfach Couch, Fernseh und Waschmaschine. Pizza, though. I'm not hungry right now. What do you mean? Warum ist es relevant, wenn es Pizza gibt? Smob. Broke. They call him the broken one.
Laundry baskets. Turn on. No way. My washer is broken. Vielleicht liegt es daran, dass du ihn ohne Wäsche drin angemacht hast. My clothes are too dirty. I can't wear them. Musst du nackig auf Arbeit? I gotta figure something out. Trash can. Pizza essen? Was ist denn das da? Ups. Ah, yes. Karotten, Ramen, Nudeln, Nudeln, irgendwas, Karottenzeug. Vielleicht im Waschbecken einfach. Ja, und nu? Vielleicht bringe ich Fernsehen auf eine bessere Idee, ne? Exit. Wir fahren einfach. Wir fahren zu einem zu einer Waschanlage. Oh, dieser Himmel ist einfach Omega HD. Wo lebst du, ey? Übel. Die Regierung hat sich entschlossen, einfach den Nachthimmel abzuschalten und einfach den Himmel voll mit extrem hellen LEDs vollzukleben. Ausrufezeichen Tung. Yes. Where are you off to this late, young lady? So groß. My washing machine at home is broken, so I'm trying to figure something out. What about going to a laundromat? Der Mann, denkt. A laundromat? Frau ist wahrscheinlich mindestens Mitte 20, kennt das Konzept eines Waschsalons nicht. I haven't been here long, so I don't really know what's around in the neighborhood. If you take the bus and go just 5 stops, there's a new laundromat that opened recently. I use it often myself. It has good facilities. It has good facilities? 5 stops? Thanks for the info. I appreciate it. Sind die Dialoge AI written? Hat so random irgendwen an der Bushaltestelle angelabert. Hallo, meine Waschmaschine ist kaputt. Help. Strong man, please, I need help. Apparently I'm a clueless woman. Laut, nicht mehr laut. Hallo, Mann. Können Sie mir, einer hilflosen Frau, bitte sagen, wo Landromat? What the fuck ist denn? Was? Wo? Wurde der Bus gerade von, wie heißt der? Bale? Wie heißt der Dude aus Batman? Mit dem Bane. Ich glaube, Bane war unser Busfahrer. Warum kommt mir das so bekannt vor? Ist aber der gleiche. What the? What do you mean, das ist die gleiche Waschanlage? Das war nicht geplant. What? Wait. Okay, erstmal. What the fuck? Das war der. Bean?
Ich hab so viele Fragen gerade. Frage 1. Frage 2. Warum ist es der gleiche Laden? Sind die beiden Games von dem gleichen Entwickler und hab's nicht mitbekommen? Das ist exakt das gleiche Asset. Ich raste aus. Das ist der gleiche Automat. Okay, hier ist kein Snack-Automat drin. Aber es ist einfach der gleiche Laden. Und hier hat der Auto gestanden. Ich komme auf gar nicht klar. Aber das wäre auch so der Punkt, wo ich dann sage, nö. Wir müssen erst... Ah ne, Quatsch, das haben wir von vornherein offen in einem anderen Game. Und der Mülleimer ist auch weg. Kommt darauf gerade nicht klar. Hallo, blutverschmierter Mensch. Ding, ding, ding. Guten Tag. What's with the bloody axe behind you and the blood on you? Das ist eine gute Frage. Das ist Halloween wahrscheinlich. No need to worry. Thanks though. Ich glaube, der macht die Dialoge sind einfach Gold wert, ey. There's no way you look like that just from fall. I'm not expressing any concern. I'm just asking. I am expressing concern, okay? Warum sieht dein Gesicht einfach aus wie eine 12 Jahre alte Kartoffel, ey? What really happened here? Bitte uns ganz kurz. Also, blutverschmiert, Axt, Kartoffelgesicht, ja, alles. Können wir ganz kurz drüber reden, dass da drin gerade in komplett pinker Rubik's Cube sich mit Überlichtgeschwindigkeit in dieser Waschmaschine, die sich dreht, so heftig, dass das Ding so hart vibriert, dass du mit der Energie dadurch erzeugt wird, wahrscheinlich die Kleinstadt antreiben könntest. Alter. Here for laundry, right? Just do your laundry quietly and be on your way when you're spoken to nicely. Wie zur Hölle soll ich meine Laundry quietly machen, wenn da drin einfach gerade so ein Atomreaktor betrieben wird? Something is definitely off about this land, schon mal. Was hat es entlarvt? Was hat die Situation klargestellt für dich? Was? Ich weiß nicht, die blutige Axt, maybe? I should tarry with them. Nein, du sollst jetzt nach Hause gehen. Das ist der Moment, wo man dich rumdreht und geht. Bye, war schön. Wiedersehen. Das ist der Moment, wo man geht. Nicht, oh, ich muss mich beeilen. Ich hatte heute nicht vor, mit einer Axt ermordet zu werden. Das passt nicht in meinen Zeitrahmen heute. Schnell, dass die restlichen Maschinen mit vibrieren. Ich raste aus. Ne? Ich schwamm gleich kann ich mich auch nicht. Help, please. Wo sind meine Klamotten? Ich hatte sie doch da. Ding, 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 ding. Wie funktioniert das hier? Explain, please. Ah, ich muss speziell an dieser Maschine das machen. Du Laundry. Yes, Laundry Cube.
Waschmaschine. While waiting for the laundry, let's grab some snacks from the convenience store. Ja, sei einfach weit weg. Oh mein fucking Jesus. Was für ein Axtmörder wartet hier im W6. Wow. Okay. Wow, 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 wow. Saufettes Sample einfach. What the fuck? Oh, das fucking Saxophon, ey. Oh, yeah. Let's do some laundry, baby. And don't get murdered tonight. Let's do some laundry. You and me in the laundromat, baby. Let's do some laundry. You and me in the motherfucking laundromat. Let's do some laundry. Yeah. And don't get murdered tonight. Let's do some laundry. Ooh, let's do some laundry. Eat some ramen tonight. Do some laundry. Oh, yeah. Talk to the lady. Don't talk to the lady. Ooh. Let's get some snacks tonight. And maybe some cereal. Oh, yeah, yeah. Do some laundromat, motherfucking laundromat. Eat some snacks, get some pasta, do some laundromat. Eat more snacks, get some warm drinks. I don't want them for some reason. Okay, na gut. Wir kaufen einen Snack, während wir... Wie groß dieser Einkaufskorb wenn ein Päckchen Cerealien einfach da drin so groß aussieht. Jetzt become a Serial Killer. Ja, das, ja. Let's eat some cereal, some ODDDDs. Das ist alles AI-generated, die Bilder. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's eat some Cocoa Puffs, motherfucking Cocoa Puffs. And some ODD Cocoa Puffs. Let's eat some Cocoa Puffs, motherfucking Cocoa Puffs. Can you ring these up for me? No. Out buying food this late, huh? Haven't seen you around here before, have I? No.
It's my first time, lady. No, I just moved to this area recently. My washing machine broke, so I'm waiting for my laundry at the laundromat and thought to stop by. Oh, die ist nuts. Weil halt viel Nüsse drin sind in den Cerealien. That radio. What's going on with that radio? What about it? Was there an issue? Come to think of it, I noticed the laundromat owner had blood on him earlier. Was mit dieser Frau? Was ist mit ihr? Die ist einfach Female Patrick. Haven't seen the news yet, huh? Young women going missing in this town lately. Go home right now. Don't even think about returning to that laundromat. Really? I had no idea. Someone just told me it was the nearest laundromat, so I went there. Listen, dear, never step foot in that laundromat again and hurry on home now. Ich meine, da sind zwar meine Klamotten drin, aber, like, mein Leben ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Okay, I'll keep that in mind. I'll keep that in mind. Let's not get murdered in the laundromat. Let's not get murdered in the motherfucking laundromat, bitch. There's definitely something going on with that laundromat. I should sneak in through the back and take a look around. Wheel and biscuits. Sneak in through the back door. Nee, das macht man nicht. I'll keep that in mind, equals whatever you're saying, but polite. Whatever. Haben wir auf Sneaker Skills? Dieses gleiche Powder Soap Socks. Ah, Pulverware. My favorites. Und so wie Poisot. Yes. So, das wäre der Moment, wo wir einfach gehen. Also, nee, Moment, das stimmt nicht. Der Moment, wo wir einfach gehen, war vor so einer halben Stunde. I mean, was hast du erwartet, Sweetie Poof? Was hast du denn? Ne, ab einem gewissen Punkt ist auch einfach so Natural Selection, ne? Also dann hast du vielleicht auch nicht verdient, weiterzuleben. Warte. Weltgrößte Sicherheitskamera, ey. Ja, so. So eine Sicherheitskamera. Where am I? What's going on? Das hier ist auch so ein halber Eid. So ein halber Red Medicine Flashlight? Das klingt gut. Das ist ein halber Neil Breen Film. Das ist wie diese. Sparkassenkamera. Born 1991. Saving Tape. Oh, Save Game? Sure.
Wenn ich, mir war nicht klar, dass das Game diesen Komplexitätsgrad annehmen wird. Red Medicine, sure. Hide. Insta-Hide. Das Rauschen gar nicht laut. Was? Was meinst du? Das Rauschen ist zu laut. Ich kann Chat nicht lesen. Ja, mach's vielleicht nochmal so an. Haben wir... Ich habe ein bisschen Angst vor Escape zu drücken. Okay. Oh. Okay, das ist es schon mal nicht. Ah, ist die Background Music, das da, alles klar. Weißt du Bescheid, ne? Oh, Dialog ist voll. Okay, dann kann ich allgemein alles ein bisschen runterstellen. The game crashed. Zum Glück habe ich gerade gespeichert. High Quality Video Games mit Onkel Winter. Oh, leckt mich am Arsch. Ja, jetzt verstehe ich auch Ganja Turtle. Ganja Turtle presents diesen Scheiß hier. Aber das ist auch AI-generated. Ich weiß nicht, was ich da sehe. Load Game, yes. Hat sich die Audioeinstellung gemerkt? Vielleicht haben wir einfach so, nee. Nee, ich habe mir jetzt so viel Mühe damit gegeben. Escape, okay. Diesen schönen Rauscheffekt zu designen. Kannst jetzt nicht einfach den runterstellen. Nö, nee, das machen wir nicht. Crash. Einfach alle Texturen AI-generated. Aber vor allem halt AI-generated, bevor das halt irgendwas konnte. Ne, so vor 5 Jahren AI-generated. Wo das Zeug noch kein Problem war. So wie heute. In my dreams, I see the staircase. Silent Bill. I need something to remove this. Ich habe so inzwischen jetzt ganz leichte Puppet Combo Vibes. Oh, ich bin hier. Puppet Combo meets Silent Bob Hill. Ah ja. Ja. Oil Painting. Ah ja. Ja doch. Ja. Whoever drew this has got to be a total psycho. Weiß nicht. Oder mag einfach so null. It seems there's some number there. Ja, ist richtig. Aber cooles Design irgendwie so. Sieht mich aus den Mischung aus Dracula und Ellie aus Dingens hier. Last of Us. Das ist einfach Jeff the Killers Halbbruder. Billy Bob the Killer. Da ist so ein halbes King Crimson Albumcover. Okay, wir haben eine Null. So seitwärts? Weiß man nicht, okay. Nee, wir haben... Creepy Bilderraum. Ah, da ist jemand. Thank you.
Autsch. Oh. Tschüss. Okay. Ich hab. Der Ton. Mann weg! Mann weg! Holy shit! Das ist die wahre Bestrafung dafür, dass du stirbst. Ich hätte einfach laden können, glaube ich. Das wäre einfacher gewesen. Okay. Ist egal. Mach das nochmal. Saving Tape. Haben wir schon gespeichert. Das war die Frage bei Scream, bei dem Telefonanruf. Bei Scream? Weiß ich nicht, what's your favorite horror movie? War das nicht das? Aber war so, das, der sah auch ein bisschen sehr screamig aus. Der Killer da. Sah schon sehr... Wie heißt der? Ghost? Nicht Ghostface? Paleface? Null immer noch, okay. Run! Da mehrere Killer? Loud game. Do it. Do it. Oh, dieses Piepsen ist so fucking ekelhaft. Leck mich doch am Arsch. Warum? Why? Why the Piepsen? Bruder, echt jetzt. Ghostface war richtig. Gutes Revier wissen, woher kam. Ich guck. Nicht so viel Horrorfilme in der Tat. Also, okay. Nee, warte. Ich gucke nicht so viel Filme allgemein. Und davon so verhältnismäßig viel Horrorfilme, aber like 80% von 3 ist immer noch nicht sehr viel. Kommst du hier hoch oder? Oder nicht? Oder eher nah? Das ist ein eher nah, glaube ich. Okay. What do you mean? What do you mean? Stimmt wohl, wenn man nicht viel sieht, kann man sich das, was man sieht, besser merken. So wollte ich das nicht immer unbedingt sagen. Ich kann mir eh nichts merken. So allgemein nicht. Ich gucke mir auch nur, also ich gucke mir allgemein auch gern so, wie soll ich sagen, die Leute, deren Content ich gerne konsume auf YouTube, sind dann durch Zufall auch Horror-Aficionados. Weil, keine Ahnung, so mein Geschmack eben allgemein, was Videospiele, Musik, Filme, alles Kunst einfach anbelangt, deckt sich, glaube ich, einfach ziemlich viel mit dem, was
Okay, okay. 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 Ne, was andere Leute, die Horrorfilms gucken und dann auch Horrorfilme zitieren, sag ich mal so. Macht das Sinn, was ich sage? Ich weiß es nicht. Ich bin 80% meines Gehirns gerade beschäftigt, hier nicht drauf zu gehen. My girlfriend, Sophia, and I were out for a walk in the middle of the night. But an incredibly tall man wearing a strange mask and a black outfit ambushed my girlfriend. I tried to stop him, but I failed and seemed to have passed out. When I opened my eyes, I was trapped in a room. I tried various ways to escape from this crazy bunker-like place, but in the end, I was caught by the masked man and an old man with an axe. I've been stabbed, and I feel like I'm going to die soon. Someone's reading this. Please escape. The combination lock on the box is purple, yellow, green, red. If you're reading this, Sophia, I hope you survive. You must survive. Ich habe auch mal einen YouTuber, die meine Meinung prägen. Ja, ja. Dann weißt du, was ich meine. Okay. Purple, yellow, green, red. Cool. 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 Purple, yellow, green, red. Und red ist wohl null. Chat, ich mal, ist das, was es mir sagt. Dankeschön, Chat. Die Internet kam, ist aber echt so, ey. Aber dass du dich auch quasi instant killst, so, du machst auch nichts, ne? Wenn er kommt, dann machst du nichts. Dann ist einfach GG, well played. Game over, yeah. Was höre ich denn hier? Mit einer fetten Bong am Rippen, ey. Drogenwitz. Bei mir, glaube ich. So, ist es die gleiche Reihenfolge oder ist die gerandomized jedes Mal? Purple, yellow, green, red. Ne, es ist das gleiche immer. Okay. Vielleicht auch. Okay. Ne, die bleibt an. Okay. Na gut, okay, na gut. Haben wir begrenzt Taschenlampenenergie? Wahrscheinlich nicht, weil ich sehe keine Batterie. Das macht so ein bisschen Bump Bump, wenn er in der Nähe ist, glaube ich. Ich würde so an deiner Stelle die Taschenlampe so ausmachen beim Verstecken. Aber weißt du was? Bin auch nicht der Experte unbedingt. Also von daher. Vielleicht schon, aber. Was? Kopse. This body doesn't look like it's been dead for long. Moment. Da. Okay. Hey, Teens ist umgangen.
Aber ist schon heftig, ne? Du hast so null Spielraum für Fehler. Stellenweise negativ 5 Spielraum für Fehler. At this point können wir einfach durchrennen und aufs Beste hoffen. Ist vielleicht einfacher. So, da waren wir schon drin. Brauchen wir nicht nochmal. Okay. Das ist neu. Ah. Hier ist der Code. Brauchen aber halt noch 3 Zahlen mehr. Ah. Grün ist 5. Also es ist 5-0 am Ende. Na, guck mal, normale Bilder. Da sagt sie nichts dazu jetzt, ne? Okay, alles klar. Könnten einfach probieren. 5-0 am Ende. It's locked. Padlock, genau. Ist ein Ja, also wissen wir auf jeden Fall, es ist 5-0. Es sind nur 100 Variationen, die wir jetzt haben. Automatisch auf, wenn man das Richtige hat. Shit. Was war's jetzt? 7250. Wirecutter. I am so smart. Wir machen keine Rätsel. Wir ignorieren sie. Eier-Game, Flashbacks. Naja. Naja. Naja, noch ist es nicht ganz so wahnsinnig. Das müssen wir auch noch fertig spielen, ne? Das Eier-Game. Fusee. Okay, wir haben eine Fusee, wir haben ein Wirecutter. Erneut über mir, glaube ich. Purple Room. 7, ich weiß. Das ist cool. Jo. Cooler Scheiß. Könnte aber auch alles AI-generated sein. Noch so ein Fassraum. Ich muss hier kein so Fass aufmachen, okay? Jail, was mir alles findet, ey. Das ist noch was. Red Medicine. Ob der einen auch killt, wenn man unterm Bett versteckt, während der einen verfolgt? Nope, hier ist niemand. Die Taschenlampe ist unter das Bett gerollt. Ist er? Der alte Taschenlampe ist unter das Bett gerollt Trick. Klappt doch immer. Yellow Room. Wir wissen auch. 7250. It's locked. Ich hab doch einen Key.
It's locked. Okay, Moment. Ich habe einen Key. Der macht aber nichts. Oder locked, okay. Wie tief geht das denn hier? Naja, der Moment. Bis hierhin, genau. Oh, machen wir hier in die Wirecutters? War das gut? Oh. Vielleicht. What the fuck? Bin ich hörend? Okay. Ja. Ich habe keinen Strom ausgemacht, dachte ich. Ist auch sehr mutig, einfach random irgendwelche Kabel durchzutrennen mit dem Wirecutter, aber gut. Aber gut. Oh, bist du Sophia? Ah. Scheint so. Yep. Ist in Ordnung. Brauchen wir nicht. Ist nicht so wichtig. Reads. Lavanar's food recipe. 3 raw meat pieces, human flesh, 2 beets, hot sauce, pumpkin, cabbage, garlic. Okay. Jetzt sagt man nicht, dass wir dem Boy was zu essen kochen müssen. Rascht aber aus. Vielleicht gehen wir uns auch langsam ins Bett. Das ist ein guter Punkt eigentlich. Bett wäre eine Sache, aber ich kann doch nicht. Ich muss noch dem Laundry-Freund entfliehen. Aber du darfst ins Bett gehen. Es ist dir erlaubt. Backpack. Now I can carry more items. War jetzt bisher kein Problem, aber sehr gerne. Ich wünsche dir eine wunderbare Nacht, Jackie, und sweet dreams. Schön, dass du hier warst. Ist hier unten irgendjemand oder ist es einfach nur jetzt? Ist das monsterfrei hier unten? Da kann man her. Ja gut. Da habe ich keine Ahnung. Hier ist er. Kroba. It's locked. Hm, vielleicht auf Kroban? Nee. Ah, aber ich kann mit der Kroba, kann ich die Bretter oben wahrscheinlich wegmachen jeweils. Nee, da ging's hoch. Ne, das Meat Friends. Ich kann ja nicht den Lüftungsschacht gedöns hier. Das ist wahrscheinlich Schraubenzieher, ne? Screws, genau. Okay. Wir können ja mal speichern, das wäre halt echt nice, ey. So speichern wäre schon Schnatz, muss ich sagen. Speichern wäre schon echt angenehm. Ich habe bisher erst ein Safe Tape gefunden. Im ganzen Game. Oh, der ist da oben. Und kommt. Ne, der geht nach oben, theoretisch, okay. Das lockt und immer noch nicht mit dem Schlüssel zu öffnen. Ja, okay. Ne, ich habe jetzt erst die Möglichkeit wahrscheinlich. Die Brettertüren zu öffnen. Oh ja.
Oh shit. Das ist eine Sackgasse. Da ist er. Er geht da rein, okay. Gehe ich in eine Richtung. Dann gehe ich mehr so hier lang. Wenn er so mehr da lang geht. Okay. Aber der geht weiter nach oben. Flauschige Grüße von Deppchef. Flauschige Grüße an Deppchef. Zurück. So. Ne? Hier ist ja auch nichts, theoretisch. Das Purple Room. Ja, ich muss ja wieder nach oben, ne? Und der ist jetzt halt hier. Oh, der ist hier. Genau, ja, das ist mal hier. Run. Run. Run, 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 run. Wo war denn jetzt? Noch irgendwo so ein Raum mit Bett. Da. Ja, geht da weiter. Oh, nice. Jetzt ist hier unten. Das ist ja auch mega cool. Das heißt, ich müsste hier oben jetzt eigentlich freie Laufbahn haben. Oh, ich verblute? Kann das sein? Nö, ich habe noch nicht volle HP, okay. So. Da. Nice. Gut, was ist hier? Fuse Slots. Four Fuses for this. Ich habe erst eine Fuse. Kann ich schon mal da reinmachen? Nice. Eine Fuse wurde installiert. Mal schauen, mehr Platz im Inventar. Auf. Okay. Cauldron. Okay, na gut. Was brauche ich das Rezept? Das Cook drin. Nice. Cool. I don't need one of these. Okay. Heiz? Oh ja, na tat. Ach, gibt's. Ich muss jetzt das Rezept halt nachkochen von dem Shine Muskat, Grape, Garlic. Was wüsste ich das noch? Pumpkin, Yam, Cantaloupe, Watermelon. Es waren irgendwie drei Stücke. Okay. Drei Stücke Menschenfleisch. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss nochmal. Nochmal. Oh, er ist hier. Das Rezept mir genau angucken. Ich dachte, das wäre ein Joke irgendwie, oder? Ne, es war ein echter Bestandteil eines Rätsels. Du siehst mich nicht, ne? Da ist noch eins. Okay. Fortschritt. Oh, jetzt sind wir hier. Darf ich nochmal speichern, bitte? Tape. Ich habe kein Tape mehr, ne? Leckt mich doch am Arsch. Well, fuck me, I guess. Ein Safe Tape. Danke für nichts. Und da geht's halt raus wieder? Ne.
Nicht damit. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich jetzt den... das Rezept mir suchen. Das nachkochen. Also, ich brauche wahrscheinlich Menschenfleisch von dem. Ne, warte, wo lag der denn jetzt? Hier. Jupp. Gut. Hands. Okay, ich habe eine Hand jetzt. Das. And the game crashed again. Okay. Wirklich? Ah, nee. Warum? Gut, aber ich fange jetzt nicht nochmal vorne an. schade irgendwie. Also, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es gut so. Vielleicht ist es besser so, dass das Game crasht. Ich bin noch da. Das Game crasht. Aber ich bin noch da. Gut. Ja, okay. Das war Laundry Killer. Weiß auch nicht, was mich dazu bringt. Mein Gehirn ist auch gecrashed, das ist richtig. Was mich dazu bringt, Waschsalon basierte Horrorgames zu spielen oder Horrorgames, die irgendwas mit der Reinigung von Klamotten zu tun hat. Ich weiß nicht, was genau ich erwartet habe. Von der ganzen Geschichte. Aber gut. Naja, hier ist ein Game, das heißt Rinse and Repeat. Und es geht wahrscheinlich um Warning, this game displays your computer name. Das ist glaube ich fein. Das ist glaube ich in Ordnung. Mein Computer name ist nichts, was ich geheim halten muss. Der Biblically Accurate Angel. You left. Too tired for a shower right now. One of three main endings? Cool. It's pretty late. Shouldn't you be asleep? Bruder, du sagst mir gar nichts, was ich tun muss, ne? I know. Das ist so. Das hier. Das hier ist das. Keine Ahnung. Das Weirdcore-Maskottchen. So in meinen Augen. Ich mag das. Open Door. Oh, vielleicht geht es bei Rinse and Repeat eher darum, uns zu waschen und nicht Klamotten. Penis-Faucet. Warum ist es so penisförmig? Dieses. Bisschen Schmutz. Get in. Turn on. Hold Spacebar to shower. Mit offener Tür. Wie man das so tut. Warum ist da Blutflecken an der Dusche von unten so? Könnte auch Rost sein. Oh, Haare waschen und dazu muss man halt die Augen zuhalten. Turn on the Pipi. Hab ich. Das Fleischrost. Er hat kein Rostschutzmittel drauf gekippt. Ich merke auch gerade, die Kamera ist so rausgezoomt schon die ganze Zeit. Aber so.
macht wohl keinen Unterschied, aber das ist ästhetisch so ein bisschen angenehmer, ne, oder? Mehr von meinem wunderschönen Gesicht in der Kamera zu haben. Ne, so, das Verhältnis von... Genau, Kerbe. Das ist in der Tat der Rechner, der Name meines Windows-Accounts ist es, glaube ich, weiß ich warum. Irgendwann habe ich mal meinen Account so... Der hat einen längeren Namen gehabt. Oh mein Jesus! You died. That which you feared has... Okay. Das war mal ein längerer Name und der hat irgendwann abgekürzt. Jetzt heißt mein Rechner immer Kerbe. Das heißt, wenn in irgendeinem Game Kerbe steht, dann ist das Game ganz, ganz, ganz spooky und meta. Und da steht der Name meines Rechners. Oh, mein freaking... Aber es ist gut, dass das Game einen vorher so warnt. Das finde ich schon sympathisch. Aber das... Auf der anderen Seite... Pipi. Auf der anderen Seite macht es ja auch nichts. Ne? Like, es ist... Das ist schon länger nicht mehr erschreckend, sowas. Was noch fehlt, sind halt die Effekte. Was meinst du denn? So. Du hast dich erschreckt? Lilly. Ich mach Spacebar hämmern und oh, das sieht aber unangenehm aus. Das ist ein bisschen ekelhaft. Facegame-Effekte, die habe ich ausgeschaltet. Und ich habe sie nicht eingeschaltet, so. Das ist immer ein bisschen so einen Schritt mehr Arbeit vor Streambeginn. Das ist der Ludwig-Effekt, bitte wieder. Na, heute nicht. Das hier ist einfach so Five Nights at Freddy's, aber du hast nur eine Tür, die du beobachten musst. Und keine Kamera. Ja. Stell dir mal vor, du müsst am Haare waschen, müsste einfach... Okay, stell dir mal vor, du müsst Haare waschen. Schritt 1. Schritt 2. Stell dir mal vor, du müsst dabei die Augen zuhalten und... You ran out of hot water? Das ist ein Secret, weil ich zu lange gebraucht habe. Was für ein Unsinn ist denn das? Ich halte jetzt Spacebar einfach gedrückt. Game over, weil kein warmes Wasser ist. Cold water, yeah. Ich halte einfach gedrückt jetzt. Wenn das Team mich killen will, soll's. Es gibt auch Wohnungen, wo man Strom durch Münzzähler beziehen kann. Geh mal runter. Wir brauchen noch ein Kilogramm Strom. Werf mal ein paar Euro ein. Ist schon ein gutes Game Design, das da, ne? Da hat sich schon wer halt richtig was gedacht dabei. Ne? Schwarzer Bildschirm, Ladebalken. Riveting. Atemberaubendes Gameplay. Das Nachbarskind spielt wieder auf Töpfen rum. You took a shower. Nothing bad happened. Yay! Drei Ender. Es gibt noch Secret Endings. Was wären denn Secret Endings? Warte. Ich zieh mich aus. Und dann gehe ich.
Naked Die Ending. You left naked, what's wrong with you? Das ist eine sehr gute Frage. Yeah, 2 von 4 geheimen Enten. Are you not entertained? Wir hatten da so ein riesen Würstchen ins Klo reingelegt und dann nicht gespült. Oh. Great job, you flooded the whole house. 3 von 4 Enden, okay. Was gibt's noch? Was könnte man noch tun? Oh, mit Klamotten ins... Ja, es geht nicht. Was könnte man denn noch tun? Ausziehen? Jetzt einfach hier waschen, ne? Ist ja alles blutverschmiert. Es soll Rost sein, aber es sieht einfach so rot aus. Okay. Get in. Get out again. Vom Klo aus geflasht. Vom Klo aus. Vom Bad aus geflasht. Was könnte man denn noch tun? Was hört, die Augen kurz aufmachen, maybe? Wo war denn eben der Arm von dem Boy? Jetzt kommen dann die Schmerzfeierabends. Oh, so easy. Es gibt noch ein Secret Ending. Ich bin schon gegangen. Ich habe schon... Nimm das Würstchen mit. Ist aber auch schon heftig. Also hast du gute Arbeit geleistet da drin. Das gute Ding ist, dass du massiv nachbezahlen musst bei Nebenkosten. Einfach die Haut ist verschrumpelt von 12-mal Duschen am Abend. Turn on, turn off again. Ja. Jetzt Flaschen. Oh, beim Duschen. Flaschen ist auch speziell. Weil dann ist die Wassertemperatur einfach Fakt. Oh, und der Dusche wieder anziehen? Ich glaube fast nicht. Ne, sieht nicht so aus. Ich mache jetzt mal kurz vor Ende wieder die Augen auf, einfach. Oder wenn ihr den Arm mal mit, warte. So, hier kommt der Arm gleich einmal. Ist auch so ein Würstchen, ehrlich gesagt. Oder wenn es klarempert gleich. Noch nicht.
Ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt die Augen aufmache, dann ist tot. Ich mach's mal kurz vorher. Ja. Hackfleischgesicht, aided me, aided my face. Ne. 3 von 4 Secret Endings. Irgendein Hinweis vielleicht in den Gamefiles? Es gibt so einen Goodie-Ordner. Lol, das sind die ganzen. Development Pictures, so. Während der Entwicklung sah, oder das Badezimmer sieht dann irgendwie so aus. Wild. Danke fürs Teilen, der Entwickler. Okay, aber das ist auch kein. Auch jetzt kein Hinweis irgendwie. Thanks for downloading. Sorry, small project. No secrets here. Smiley face. Sehr gut. Der Entwickler hat seinen eigenen Sinne für Humor. Erstmal, thanks for downloading. Winkyface.txt. Sorry, small project. No secrets here. Again, smiley face. Ah doch, ah, runterscrollen, oder? Ah. Stop. Ganz unten im gleichen Textfile. Stop. Collaborate and listen. I suspect with this brand, was heißt, soll man Stop sagen? Ich möchte nur einen Hinweis. How to get the final ending. Ist die final ending to stop? Das haben wir auch schon gemacht. Gestoppt einfach mittendurch. Ich tippe mal. Stop. Macht nix. Flaschen. Dann ausziehen, dann wegrennen. Okay. Ist auch vielleicht nicht so wichtig. Oder? Noch Ideen? Vielleicht so Backrooms-Ending, einfach durch die Wand durchgehen. Das war einfach nur lief. You left. Too tired for a shower right now. Merk. Ausziehen. Schniedel aus dem Fenster halten. Auch nicht unbedingt, okay. Ja. Und wenn ich aber nichts mache, dann wird mein heißes Wasser irgendwann auslaufen. Ich kann höchstens immer noch warten, bis der Arm kommt und dann einfach durchziehen. Hm.
Nö, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich mach das noch und wenn das nicht reicht, vielleicht einfach so nicht. Ah, warte mal, einfach so. Ist das vielleicht besser? Weil da kann ich nicht gejumpscared werden. Er dreht mich um, okay. Gut, nevermind. Das war Rinse and Repeats. Ein Videospiel, glaube ich. Das waren jetzt drei reinigungsbezogene Horror-Games. Warum? Gute Frage. Ich hätte in der Tat noch ein weiteres, aber es ist mir langsam zu spät. Es ist, ich bin jetzt 10 Stunden live. Oh. Aber cool. 4 Uhr ist eigentlich gute Uhrzeit, um auszumachen. Das war... Okay. Weil du duschen musst, weil ich duschen muss. Weil ich... nicht häufig genug meine Wäsche mache. Aber es fällt nicht ins Gewicht, weil ich einfach sau viel Klamotten habe. Eins geht noch. Naja, ich bin durch. Ich merke richtig, wie ich durch bin.